Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. So, meine lieben Friends, wir machen jetzt hier an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, machen hier die Quest weiter. Ist es Zeit zum Aufbruch? Es hat halt jetzt ein bisschen länger gedauert, bis die nächsten Let's Plays kamen. Grund war, ich habe Zahnprobleme gehabt und die mussten erstmal beseitigt werden. Und danach hatte ich ein bisschen Schmerzen. Aber let's go, würde ich sagen. Okay, also wollen wir los zur Sternhöhe? Zeit zu fliegen. Ja, los geht's. Und was jetzt? Oh yeah. Die so, hä? Huh? No dir. Way. nö, lieber nicht. Stimmt was nicht? Natürlich nicht. Das ist ein bisschen eng. Das geht schon. Oh, verdammt! Oh yeah. Festhalten da hinten. Oh, let's go. Sternhöhe ist jenseits des Wassers. Ich lande lieber. Dann finden wir raus, ob dieser lebende Ahne mit meinen verschwundenen Leuten zu tun hat. Wenn wir in die Ruine kommen, finden wir vielleicht Daten, mit denen dein Fokusmodell nichts anfangen kann. Ich schicke dir eine Aktualisierung, damit du sehen kannst, was los ist. Oh, danke. Der Fokus scheint dich nicht zu beunruhigen. Hat dein Stamm dich deshalb ausgestoßen? Ah, wir müssen so Gas nicht geben. Direkt. Ich wurde bei meiner Geburt ausgestoßen. Alles, was ich getan habe, wie einen Fokus zu benutzen, habe ich ihnen zum Trotz getan. Klingt vertraut. Es wird leichter, weißt du. Was? Sich auf einem Sonnenflügel festzuklammern? Das auch. Also, steuer du einfach nur dieses Ding, ja? Okay. Sicher. Wir bemühen uns. Oh yeah. Unten am Strand. Da sind welche unserer vermissten Speerboote. Und es sieht aus, als gäbe es an dem Hügel viele Arbeiten. Links ist das auf jeden Fall schon mal. Versuchen wir, ihre Spuren zu verfolgen. Ich bringe uns runter. Fester Boden. Den Ahnen sei Dank. Okay, wir sollten der Spur deiner Leute folgen. Vielleicht finden wir raus, warum sie hier waren. Sie haben einige Ausrüstung zurückgelassen. Okay. Bin froh, dass ich das Ding nicht abbekomme. Waffen der Quen-Marine. Damit bauen wir Seilbrücken. Und Außenverteidigung. Okay. Die Rüstung der Maschine zerfetzt. Dieser Bolzen sieht auch recht robust aus. Meine Leute kämpften, als sie das alles hier bauten, aber sie haben nicht aufgehört. Bleiben wir auf ihrer Spur. Sammeln wir das noch kurz hier ein. Laundra hatte was damit zu tun. Tja, anscheinend haben sie Leitern abgestellt, um zur Ausgrabung zu kommen. Aber der Pfad ist kaputt. Dann müssen wir selbst hochkommen. Kriegen wir hin? Finde einen Weg hinauf. Noch eine Balliste. Können wir die benutzen? Sie haben doch mit Seilzüge geredet, ne? Hier kann man auf jeden Fall rauf.
Okay. Huch. Ey, lol. Da war die X-Taste aber gedrückt zum Springen. Hoch Gute und dann Idee, darüber. Wir brauchen noch ein paar Griffe. So denn? Okay, wie? Ah, okay, ich check's. Ich glaube, ich muss mit den Dingen hier. Komm bis hier hin. Nutzen. Gute Idee! Das reicht! Ich drehe mich da oben mal um! Ah? Ich sollte sie lieber einholen. Das ist halt ein bisschen doof, sind die Dialoge. Die sind manchmal leiser als alles andere, obwohl es auf höchste Einstellung ist vom Ton her. Das ist ein bisschen blöd. Aber soll uns erstmal nicht weiter stören. Das kann sein, aber hier plündern wir erst nochmal. Hier ist wieder alles kaputt. Können wir mit dem Flaschenzug, kriegen wir den? Vielleicht waren das die Kletterkiefer. Moment, ich habe eine Idee. Was machst du da? Wir können noch einen Weg mit der Balliste machen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber die Balliste muss erstmal nach oben kommen. Ah, da. Oh yeah. Der Mechanismus hält nicht. Ich muss den Kran stillhalten, während du schießt. Zehn Jahre später. Ach, jetzt macht sie's. Ja, lull. Ich hab gedacht, wir wechseln uns dann, wenn ich es hochgedreht habe, ab und so. Da macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich das betätigen kann. Höher geht's nicht. Ich hab's höher geschafft, aber okay. Das Ding war schwerer, als es aussah. Also, ich finde, die Balliste sah jetzt nicht leicht aus, aber okay. Es geht voran. Ja, zurück in die gruselige, verlassene Ruine. So, let's go. Aufstemmen. Mach ob das Ding. Sehr schön. Deine Leute haben sich sehr bemüht, hier reinzukommen. Als hätten sie etwas gesucht. Oder jemand hat sie bedroht. Finde ich schon mal sehr schön, dass es so viel Loot gibt. Keine Sorge. Du musst mich nicht trösten, weißt du?
Mir geht's gut. Na, dann habe ich ja Glück, dass ich dich nicht trösten muss. So. Machen wir noch nicht auf. Obwohl, können wir aufmachen. Das ist nicht der Weg. Aber vielleicht ist was Schönes drin. Hier soll ein Lagerfeuer sein. Hallo? Okay, wir können es nicht bedienen. Ist hier noch was drin vielleicht? Nö, auch nicht. Dann gehen wir hier rein. Ah, wir können hier runter. Als ob ich nie was anderes gemacht hätte, wa? Sind noch die Uncharted Skills. Wachsam. Sollen sie kommen? Mich hält keine Maschine auf. Das ist stark gesprochen. Aber wir behalten das erstmal. Es gibt so viel Loot, sehr schön. Danke, Game. Heaven. Das ist definitiv Laundras altes Hauptquartier. Da unten. Was ist das? Finden wir es raus. Oh yeah. An Loot wird es nicht mangeln. Sieht irgendwie säuremäßig aus. Aber es ist normales Wasser. All das muss schwer auszugraben gewesen sein. Ach ja. Hier noch was Schönes. Nee. Aber ein Loot sollte es auf jeden Fall gereicht haben. Was ist das hier? Holo-Projektor aktivieren. Ein Prototyp für einen Raketenmotor. Aber er hat nie abgehoben. Aufgrund seiner Funktionsweise war er zu gefährlich. Gefährlich wie? Sehr gefährlich. Würde den Umkreis von 1000 Meilen vergiften, wenn er je eingesetzt würde. Oh. Gehen wir weiter. Dieser okay. Motor, war er für die Reise in den Himmel? Die Wahrsager sagten, die Ahnen konnten das. Ja. Laundra hat mit Raumschiffen nach Ressourcen gesucht. Aber wieso gräbt man all das aus? Wir sollten der Spur folgen. Okay. Klingt jetzt nicht unbedingt motiviert, dieses okay. Huch. Huch. So. Puh. Wird ganz schön heiß hier. Ihr Lieben, das war es auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.